Code für die Tür. Im Moment kann ich nichts tun. Aber ich sollte in der Anlage nach Daten Ausschau halten, die mir helfen können. Ich sollte lieber zurückgehen. Okay, vielleicht wird es Zeit, mit Gaia zu sprechen. Dann mal nur zu. Hallo, Aloy. Hi. Du bist bereit? Ja. Die Initialisierung ist abgeschlossen. Die Tests haben gezeigt, dass meine heuristische Matrix stabil und einsatzbereit ist. Du hast sicher viele Fragen. Ja, aber erst habe ich zwei große. Wir bekommen die Biosphäre nicht wieder hin, ohne dass wir dich ganz machen. Ich suchte im Hades-Labor nach deinen Unterfunktionen, konnte dabei aber nur Minerva finden. Zum Glück ist die Sensorik dieser Einrichtung deutlich fortgeschrittener. Ich suche jetzt die anderen. Übertrage Suchmuster. Empfange. Von Apollo, Artemis und Eleuthia fehlt jede Spur. Sie sind verschwunden. Und die anderen? Äther, Demeter und Poseidon sind sichtbar. In Reichweite. Beschaffbar. Und Hephaestus? Ebenfalls sichtbar, aber anders als die anderen. Natürlich. Seit dem Vernichtungssignal hat Hephaestus sich weiterentwickelt. Außerdem ist er nicht an einen festen Ort gebunden. Er spukt im globalen Netz, das Brutstätten auf dem Planeten verbindet, was ihn außergewöhnlich widerstandsfähig macht. Aber wir brauchen ihn, oder? Korrekt. Seine Fähigkeiten sind essentiell. Ohne ihn kann ich die Ausrottung der Erde nur hinauszögern. Hephaestus ist die einzige Chance auf eine dauerhafte Lösung. Wir fangen mit ihm an? Das ist leider nicht möglich. Ein Versuch, Hephaestus zu beschaffen, ist erst möglich, nachdem meine Fähigkeiten erheblich verbessert worden sind. Zuerst die anderen Unterfunktionen, dann Hephaestus. Genau so ist es. Also Aether, Demeter und Poseidon. Wie komme ich an sie ran? Zur Wiederherstellung einer Unterfunktion musst du an ihre Position reisen und den physischen Prozessor finden, in dem sie steckt. Dann musst du genau wie bei Minerva die Master-Überbrückung nutzen, um die Unterfunktion auf ihren ursprünglichen Code zurückzusetzen. Und wie bekomme ich sie hierher? Die Unterfunktion muss auf ein Speichergerät geladen und anschließend in diese Einrichtung hier gebracht werden. Das Modul mit deinem Systemkern? Ja. Die Kapazität ist begrenzt. Es kann immer nur eine Unterfunktion zeitgleich gespeichert sein. Aber für alles andere wird es reichen. Vielleicht kannst du mir da ja weiterhelfen. Vor einer Weile begegnete mir eine Gruppe Fremder, die mich töten wollten. Sie hatten Servitoren und einen
Ein Klon von Elisabeth Sobeck dabei. Ja, das hat ein Fokus aufgezeichnet. Weißt du, wer sie sind? Die Antwort darauf hängt mit dem Ausrottungssignal zusammen, das Hades weckte, woraufhin meine Vorgängerin sich selbst zerstörte. Das Ausrottungssignal? Okay, das klingt bedrohlich. Das Signal stammte nicht von der Erde, Aloy. Die Berechnungen sind hochkomplex. Aber anscheinend liegt die Quelle 81 Billionen Kilometer entfernt. Eine so große Entfernung, dass sogar das Licht 8,611 Jahre dafür braucht. Okay, also, was ist so weit weg und warum will es uns töten? Das Sternensystem Sirius. Sirius? Da wollte Fazineth sein Schiff. Die Odyssee. Ja, da wollte es hin. Es explodierte. Außer... Warum sollten sie das vortäuschen? Es sollte niemand wissen. Alle zukünftigen Menschen sollten glauben, dass sie nicht dort sind. Moment. Die Fremden, die mich im Hades-Labor töten wollten, die den Klon hatten, soll das heißen, die sind von... Sie sind Nachfahren von... Fazineth? Ja, davon gehe ich aus. Die drei Unterfunktionen, die du gefunden hast, was wissen wir über sie? Alle drei sind relevant für aktuelle Probleme der Biosphäre. Äther soll die Atmosphäre entgiften und die Wetterbedingungen moderieren. Poseidon kontrolliert die organische und chemische Zusammensetzung von Wasserquellen. Demeter sät, düngt und pflegt das Pflanzenleben. Wenn ich alle drei wieder habe, wird das meine heuristische Prozessordichte ganz enorm erhöhen. Aber Vorsicht! Ihre Reaktionen auf mein Suchmuster waren atypisch. Menschlich gesagt sind sie verängstigt, allein und paranoid. Wie Minerva. Sie müssen wieder ganz werden. Ganz genau. Die fehlenden Unterfunktionen. Was weißt du alles über sie? Artemis hat zahlreiche Tierarten in die Fauna reintegriert. Elupia war es, die eine neue Generation von Menschen geboren, genährt und akkulturiert hat. Apollos Aufgabe bestand darin, gewaltige Archive von Wissen und Kultur zu organisieren und zu verbreiten. Unglücklicherweise wurden sämtliche Apollo-Archive am 2. Februar 2066 auf Befehl von Ted Farrow gelöscht. Farrow, hä? Ich hasse den Typen. Nachvollziehbar. Er war offenbar krankhaft narzisstisch, impulsiv und instabil. Die drei fehlenden Funktionen haben ihren Zweck bereits erfüllt. Oder dies wurde verhindert. Brauchst du sie denn noch? Wenn irgendwie möglich, ja. Ihre verbleibenden Elemente würden meine heuristische Prozessordichte erhöhen. Leider fehlt mir die Möglichkeit, sie zu finden. Sie sind einfach spurlos verschwunden. Du sagtest, du brauchst Hephaestus, um das Leben zu retten. Warum? Jede Unterfunktion hat ihren Wert, aber Hephaestus ist bei weitem am wichtigsten. Nur wenn ich wieder mit ihm verschmelze, kann ich wieder neue Maschinen an Brutstätten entwerfen und in Masse für den Planeten produzieren. Nur mit ihm kann ich neue Maschinen programmieren und alten neue Aufgaben geben, um den Schaden an der Umwelt umzukehren.
Die anderen Unterfunktionen könnten uns Zeit erkaufen, aber ohne Hephaestus kann ich das Massenaussterben nicht verhindern. Wenn Hephaestus wirklich so wichtig ist, gibt es dann keinen Weg, ihn zuerst zu holen? Das ist leider völlig unmöglich. In meinem aktuellen Status, verschmolzen mit Minerva, habe ich weniger als ein Fünftel, 18,8% meiner Regelprozessorkapazität. Hephaestus bietet weit mehr. Würden wir unter diesen Umständen eine Verschmelzung versuchen, würde Hephaestus eher mich absorbieren und nicht umgekehrt. Eine Verschmelzung ist erst möglich, wenn meine Prozessordichte seine eigene übersteigt. Und wie viele Unterfunktionen werden wir dafür brauchen? Wenn ich Äther, Demeter und Poseidon habe, steigt meine Netzwerkkapazität auf 41,6%. Das ist mehr als Hephaestus hat. Du meintest, Hephaestus ist nicht nur an einem Ort. Korrekt. Anders als die anderen Unterfunktionen, die an physische Prozessoren gebunden sind, ist Hephaestus im gesamten weltweiten Netzwerk verteilt, das die Brutstätten verbindet. Wenn die Zeit dann also gekommen ist, ihn zu holen, wie stellen wir es an? Ich weiß es nicht. Während du die letzten Unterfunktionen beschaffst, werde ich versuchen, eine Lösung zu finden. Also, sobald Hephaestus mit dir verschmolzen ist, kannst du wieder eine Massenproduktion von Maschinen in Brutstätten weltweit durchführen? Ja. Und das Verhalten der Maschinen festlegen. Oder sie sogar direkt steuern. Könntest du eine Armee Maschinen bauen? Die Nachfahren von Farsinith eliminiert? Es liegt in meiner Natur, sämtliche nötigen Schritte zu unternehmen, die das Leben schützen, vor allem das Menschliche. Also ja, sobald ich die Fähigkeiten von Hephaestus habe, könnte ich eine solche Armee bauen und befehligen. Angesichts der Bedrohung durch Farsinith könnte das unsere einzige Option sein. Allerdings muss ich zugeben, dass ich eine solche Technologie nur ungern zum Töten einsetze, egal wie aggressiv der Feind sein mag. Das ist gut. Das heißt, du hast ein Gewissen. Wie es Elizabeth wollte. Genau. Das Signal diente allein dazu, die Erde auszurotten, ja? Warum sollten Nachkommen von Farsinith das tun? Derzeit können wir nur mutmaßen. Die Erde stellte doch keine Gefahr dar. Dazu fehlte uns doch die Technologie. Wir wussten nicht mal von ihnen. Stimmt. Kann es sein, dass sie den Planeten für sich selbst wollen? Die Fremden, die ich traf, waren selbst hinter einem Gaia-Backup her. Wenn sie das geschafft hätten, wenn sie ihre eigene Gaia und ihre Macht verstärkt hätten, bis sie Hephaestus übernehmen könnte und dann das ganze Terraforming-System. Dann könnte das System das erreichen, was das Ausrottungssignal nicht geschafft hat. Das Leben auslöschen und vielleicht eine ganz neue Biosphäre aufbauen. Nach ihren Vorgaben. Und versuchen sie vielleicht dasselbe wie wir. Nur mit ganz anderem Ziel. Sie wollen auslöschen, nicht retten. Nicht gut. Du meintest, Sirius ist weit weg von der Erde. 81 Billionen Kilometer oder 8,611 Lichtjahre. Genau. Und wie wären die Nachkommen hierher gekommen? Auf einem Raumschiff wie der Odyssee, nur eben weitaus moderner. Die Odyssee hätte von der Erde bis zu Sirius fast 300 Jahre gebraucht. Das hier war wohl deutlich schneller. Wenn ihr Schiff Sirius zeitgleich mit der Übertragung des Ausrottungssignals verließ, dauerte es nur 29 Jahre bei 0,297-facher Lichtgeschwindigkeit.
Wenn sie aber erst aufbrachen, nachdem sie vom Scheitern des Signals erfuhren, dann war die Reise noch schneller. Mit nur 13 Jahren 0,662-fache Lichtgeschwindigkeit. Gut, das reicht. Mir schwirrt schon der Kopf. Die Nachkommen beim Hades-Erprobungslabor, sie hatten einen Klon von Elizabeth Sobeck. Das passt auch zur These, dass sie hier sind, um Zero-Dawn-Technologien zu plündern, nicht wahr? Ja. Wie du aus eigener Erfahrung weißt, funktioniert ein Klon von Elizabeth Sobeck wie eine Art Schlüssel zum Terraforming-System. Aber wie kommen die an einen Klon? Auf der Odyssee waren schätzungsweise 200.000 menschliche Zygoten, Millionen tierische Zygoten und Milliarden Pflanzensamen. Es ist vorstellbar, dass Elizabeth Sobecks Genmaterial kopiert wurde, mit ihrem Wissen oder ohne, und im Schiffslager mitgeführt wurde. Das ist gut, aber ich meine, dieser Klon, wie konnte sie dabei mitmachen? Elizabeths Traum zerstören. Das ist böse. Das ist schwer zu sagen. Vielleicht hilft sie der Gruppe ja, weil sie ihre Ziele teilt. Oder vielleicht ist sie eine Untertanin und hat keine Wahl, als ihnen zu gehorchen. Elizabeth Sobeck als Untertanin? Ich glaube nicht. Das Ausrottungssignal weckte nicht nur Hades, sondern auch das Bewusstsein der Unterfunktion. Warum? Das habe ich mich selbst gefragt. So wie ich das sehe, war Hades das einzige Ziel. Und das teilweise vorhandene Bewusstsein der anderen Unterfunktionen ein Nebenprodukt. Also konnte das Signal nur von jemandem stammen, der das System in- und auswendig kennt, richtig? Ja. Das Signal war außergewöhnlich präzise und höchst fortschrittlich. Wären seine Absichten nicht so böse, würde ich den Kopf oder die Köpfe dahinter bewundern. Wenn die Nachfahren also auf einem Raumschiff zur Erde kamen, dann ist ihre Technologie wohl in vielerlei Hinsicht sehr mächtig, nicht wahr? Ja, wie deine Begegnung mit ihnen im Labor eindrucksvoll bewiesen hat, setzen sie wohl sehr gern Roboter-Servitoren ein. Außerdem verfügen sie anscheinend über eine Art Energieschutzfeld, das sie vor Schaden beschützt. Aber hallo, mein Gegner war schier unzerstörbar. Im Laufe der Geschichte wurde jede Verteidigungstechnologie irgendwann von einem offensiven Gegenstück bezwungen. Zum Beispiel, wenn ich Hephaestus absorbieren und damit eine Armee Kampfmaschinen bauen würde, könnte kein Schild diesem Ansturm auf Dauer standhalten. Es gibt also Hoffnung. Gibt es immer. Woher weißt du, dass das Ausrottungssignal von Sirius kam? Der Schlüssel enthielt Daten deines Fokus von Silence Befragung von Hades. Es war die Dauer des Signals selbst. 17,22 Jahre. Das ergibt keinen Sinn. Du meintest, das Signal brauchte 8,6 Jahre von Sirius hierher. Warum sollte das Signal weitergehen, nachdem es empfangen wurde und du dich hochgejagt hast? Weil der Absender nicht wusste, dass das passiert ist, bis er es von Hades erfuhr. Und das dauert nochmal 8,6 Jahre. Korrekt. Erst dann würde das Signal aufhören zu senden, nach insgesamt 17,22 Jahren. Also verriet mir die Hälfte der Dauer die zurückgelegte Strecke des Signals. Und so suchte ich einfach in meiner astronomischen Datenbank nach relevanten Orten, 8,6 Lichtjahre entfernt. Da Fall Zenith eigentlich dorthin wollte, war Sirius die einzig logische Quelle. Wie sieht es mit der Biosphäre aus? Funktioniert das Terraforming-System überhaupt? Eigentlich hat das Terraforming-System niemals aufgehört zu funktionieren. Allerdings gibt es seit der Zerstörung meiner Vorgängerin keine zentrale, übergeordnete Intelligenz, die die Roboterelemente überwacht und ihnen Aufgaben erteilt. Als Folge davon häufen sich die Fehler und jeden Tag
kippt die Biosphäre etwas mehr in Richtung ihres Untergangs. In den letzten Monaten wurden Störungen in der Biosphäre offensichtlich. Aber diese Indikatorphänomene sind nur ein sehr kleiner Ausschnitt der beschleunigenden Kreisläufe der Umweltprobleme, die die Biosphäre der Erde zum Kollaps bringen. Und du kannst nichts tun, um das aufzuhalten. Wenn du mir Äther, Poseidon und Demeter zurückbringst, dann kann ich kleine Reparaturen an Teilen des Systems vornehmen. Das Wetter wird besser, das Wasser wird sauberer und wucherndes Wachstum gezähmt. Aber das alles kann den Kollaps nicht verhindern. Es verschafft uns nur Zeit. Nur mit Hephaestus kann ich neue Roboter entwerfen und herstellen, die den entstandenen Schaden dauerhaft umkehren können. Alle Mühen müssen auf dieses Ziel gerichtet sein. Wie lange bleibt uns dann? Im Augenblick, ohne neue Faktoren, wird die Biosphäre in ungefähr 4 Monaten unweigerlich verloren sein. Und wenn ich Äther, Demeter, Poseidon mit dir verschmelze? Wir würden nur ein paar Monate gewinnen. Naja, jedes bisschen zählt. Ich sollte dann wohl mal langsam Unterfunktionen sammeln gehen. Was weißt du über ihre Positionen? Als meine Vorgängerin sich zerstörte, suchten die Unterfunktionen nach geeigneten physischen Prozessoren. Du suchst also jeweils nach einem leistungsstarken Computer, der sie enthält. Äther ist am nächsten und könnte somit am einfachsten zu beschaffen sein. Allerdings scheint es sich inmitten von Tenakt-Gebiet zu befinden. Mein Wissen über den Stamm ist begrenzt auf die Daten auf deinem Fokus, aber sie haben offenbar einen extremen Hang zur Gewalt. Das ist schön ausgedrückt. Was ist mit Poseidon und Demeter? Poseidon hat Zuflucht in der Wüste südlich von hier gesucht. Meine geografischen Daten weisen dort auf eine große Siedlung der alten Welt hin, die Las Vegas genannt wurde. Eine Ruine mitten in der Wüste, ja? Seltsamer Ort für eine Wasser-KI. Stimmt. Was Demeter angeht, sie befindet sich wohl an der Küste tief im Westen. Leider kann ich keine relevanten Daten zu dieser Region zur Verfügung stellen. Daher könnte das unser schwierigstes Ziel sein. Okay, also müssen 3 Unterfunktionen beschafft werden. Äther irgendwo tief im Tenakt-Gebiet, Poseidon in der Wüste und Demeter an der Küste. Wo wirst du anfangen? Ich gehe wohl nach Süden, zu Poseidon. Verstanden. Poseidon erscheint nun als Ziel auf deinem Fokus. Nach der Verschmelzung kann ich möglicherweise Flüsse und Seen im regionalen Einzugsgebiet entgiften. Aber ich brauche Hephaestus und seine Kontrolle über Maschinen, um die Biosphäre dauerhaft zu stabilisieren. Wenn du es dir anders überlegst, kannst du dein Ziel jederzeit über dein Fokus-Interface ändern. Ich werde außerdem eine Zusammenfassung verfügbarer Daten über die Unterfunktionen an dich übertragen. Kann ich noch etwas für dich tun? Ich weiß, dass auf dich viel Arbeit wartet. Denke ich auch. Stimmt etwas nicht? Ich weiß nicht, also Elisabeth hat die Messlatte hochgesetzt. Sie hatte den Plan, das Leben auf Erden zu retten, aber vieles ging schief und jetzt hängt eben alles von mir ab. Meinst du, ich schaffe das alles? Das System vereinen, Farsineth besiegen, ihrem Beispiel folgen? Definitiv. In ihrer letzten Botschaft drückte meine Vorgängerin ihren festen Glauben an deinen Erfolg aus. Durch dich wird alles möglich.
Du hast Hades beseitigt und meinen Systemkern neu gestartet. Du wirst erfolgreich sein. Danke, Gaia. Also ich sollte dann mal los. Die Ausgänge der Einrichtung sind nun offen. Einer davon führt nach Westen. Der andere führt den Berg hinab nach Rheinklang, falls du nach Osten zurück willst. Bart? Wow, daran muss ich mich noch gewöhnen. Bist du's, Aloy? Ja. Gaia hat nun die Ausgänge geöffnet. Wartest du mit Zoe an der Westtür? Sind gleich da. Gaia? Was ist das? Eine Steuerkonsole für ein drohnenbasiertes Bildsystem, das mit dieser Kuppel verbunden ist. Ich sende die relevanten Daten an deinen Fokus. Dieses Psyclops ist also ein Netzwerk, das die Verschlechterung in der Biosphäre überwacht. Das sollte wohl auf der Kuppel angezeigt werden, aber die Drohnen sind nicht mehr damit verbunden. Wenn ich die Drohnen in der Wildnis aufspüre, käme ich an ihre Daten heran. Ich könnte die Verbindung und die Anzeige wiederherstellen. Fehler, Daten unvollständig. Fehler, Drohne offline. Ich muss Poseidon für Gaia zurückbringen. Varl und Zoe warten am Westausgang auf mich. Ich könnte auch erst nach Osten gehen. Nachsehen, wie es Rheinklang nach dem Angriff geht. Oder ich sehe mich hier noch etwas um. Ja, ich glaube, es ist besser so. Nach dir, Aloy. Ich muss weiter nach Westen. Ich sammle mehr von Gaias Komponenten, um sie zu stärken. Ihr beide könnt so lange hier bleiben. Gaia erzählt euch alles Neue. Ich will euch nicht loswerden. Das ist, Training. Also, ich gehe wieder nach Osten und hol Erend. Bring ihn her. Schau,
Verbündete, Freunde können helfen. Wir können jetzt hier wohnen. Und wie du sagtest, erklärt Gaia uns alles. Das wird schon. Okay. Dann nimm die. Einer für jetzt, einer als Reserve. Und du? Gehst du mit ihm? Nein. Nach den Geschehnissen in der Höhle bleibe ich lieber erstmal hier. Ich muss über vieles nachdenken. Wenn du wieder zurück bist, kann ich dir vielleicht etwas beibringen. Ich freue mich drauf. Wann kommst du zurück? Ich weiß noch nicht. Aber hoffentlich habe ich dann eine von Gaias Komponenten. Vorsicht da draußen. Sogar in Reinklang hörten wir davon, dass die Tenax unter Stürmen, Maschinen und jetzt Regala leiden. Macht euch keine Sorgen. Ich komme klar. Gute Jagd, Aloy. Die Tenakt-Clanlande. Irgendwo da draußen sind drei von Gaias Unterfunktionen. Und wer weiß, was sonst noch. Dieser Schnee dämpft alle Geräusche. Du! Lass dich mal ansehen, Fremde! Wenn du weitergehst, verpasst du ein gutes Geschäft. Du bist die Fremde, die sich gegen Regala und ihre Rebellen gestellt hat. Nur, wenn wir uns hier verstehen. Keine Sorge, ich bin nicht hier, um dein Blut zu trinken. Oder was immer ihr Ostländer von uns denkt. Beim Schlachten an der Gesandtschaft ging es nicht um dich. Trotzdem hast du den Marschällen beigestanden. Wenn es nach mir geht, bist du keine Feindin der Tenakt. Aber du wirst Hilfe brauchen, wenn du in den Clanlanden überleben willst. Als Späherin höre und sehe ich eine ganze Menge. Ich kann das mit dir teilen, um dir zu helfen. Das wäre nett. Na dann. Pass auf, wenn du nach Südwesten reist, Streiterin. Die Rebellen haben sich in den Hügeln niedergelassen. Sie würden dir bestimmt gerne ein Grab schaufeln. Danke für die Warnung. Klingt, als ob die Tenakt Hilfe mit den Rebellen brauchen können. Nächstes Mal, oder? Lass dich von der schönen Landschaft nicht in das Licht führen. Draußen.